Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal der Wasserwacht Ortsgruppe Spremberg des DAK Kreisverbandes Niederlausitz e.V. Ich habe es mir jetzt gemerkt. Heute geht es um das Thema Spineboard. Wir haben hier unsere Trainingsgruppe mit rum. Wir lassen das Ganze ganz normal beim Training mitlaufen. Es wird also heute vielleicht nicht ganz so unholperig aussehen im Schnitt wie sonst. Aber das macht nichts. Wir legen einfach los. Gut, Spineboard. Was ist das? Spineboard ist ein Rettungsgerät. Das heißt, prinzipiell dient es erstmal ganz normal der Menschenrettung, geht sowohl bei Bewusstlosen als auch bei Patienten mit Bewusstsein. Der Begriff Spineboard ist die wörtliche Übersetzung aus dem englischen Wort, mehr oder weniger Spine für Wirbelsäule, Board für Brett. Ergibt sich also das Wort Wirbelsäulenbrett und das ist genau der Zweck vom Spineboard. Es soll die Wirbelsäule des Patienten stabilisieren. Das geht in verschiedenen Varianten. Wir haben das selber schon mal beim Training am See gemacht. Da haben wir einen Einsatz simuliert, bei dem jemand, ich glaube es war ein Jugendlicher, von einem Baum gesprungen ist, ins Wasser und auf dem Baumstumpf im Wasser bzw. unter Wasser geknallt ist, das Ganze mit dem Rücken, hatte damit eine Rückenverletzung und damit haben wir das Spineboard eben zur Bergung eingesetzt. Das Spineboard selber besteht aus einem langen Auftriebskörper, aus Kunststoff. Je nachdem, was für Material drin ist, kann das Ding zwischen 150 und 1100 Kilo Auftrieb bieten. So sagt es zumindest Wikipedia, auch wenn ich Zweifel habe, wie sich 1100 Kilo auf einem Spineboard wiederfinden sollen. Aber was soll's. Dazu gibt es ein Gurtset, das bei uns ist hier ein kleines bisschen beschädigt, ist einfach dem geschuldet, wir haben hier das Übungsbrett, was wir halt ständig zum Training nutzen. Hier sind die Gurte halt schon ein kleines bisschen ausgeleiert, einer fehlt. Ist aber eben so, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Zusätzlich gibt es normalerweise hier oben noch eine Kopfhalterung, die nutzen wir hier nicht, weil es gerade für uns in der Schumale einfach unpraktikabel ist. Wenn das Spineboard zum Einsatz kommt, dann werden die Gurte in der Regel einseitig geöffnet. Das macht sich einfach relativ leicht. Ich muss nicht alles runterfriemeln, kann die Gurte danach relativ schnell wieder zumachen und wenn ich sie natürlich alle auf einer Seite öffne, kann ich den Patienten auch ohne Probleme drauflegen. Unclever wäre es natürlich, die wechselseitig zu öffnen. Das Ganze machen wir jetzt mal fix und dann haben wir einen, der gerettet werden muss. Natürlich kann das Spineboard auch an Land zum Einsatz kommen. Wir trainieren das Ganze jetzt im Wasser, das heißt alles, was jetzt vorher kommen würde, egal ob ABC-Check oder einfach nur Kontrolle der Vitalfunktion, lassen wir jetzt hier einfach mal weg. Es geht rein um die Anwendung vom Spineboard. Wenn wir jetzt die Gurte zumachen, müssen wir die einfach nur relativ logisch sortieren, das heißt nicht über Kreuz. Und dann müssen wir beim Schließen noch ein kleines bisschen was beachten, das versuchen wir jetzt mal darzustellen. Beim Schließen müssen wir jetzt beachten, dass die Gurte auf beiden Seiten nochmal geöffnet werden, damit wir den orangenen Gurt hier in der Mitte auch mittig direkt über der Wirbelsäule haben. Es wäre ziemlich ungünstig, wenn er danach so liegt, weil der Patient dann einfach nicht mehr stabil ist. Dadurch, dass es ein Übungsbrett ist und das bei uns ein kleines bisschen Schaden genommen hat durch das ganze Trainieren, fehlt einer der wichtigsten Gurte. Das wäre der, der hier oben drauf kommt, um den Oberkörper eben zu stabilisieren. Können wir jetzt hier halt in dem Fall mal nicht zeigen. Das Wichtigste eben, beim Schließen müssen die Gurte auf beiden Seiten geöffnet werden und dann mittig zusammengezogen werden und das auch schön kräftig, damit hier eben nicht mehr allzu viel Spiel drin ist und der Patient nicht wegrutschen kann. Und ob er wirklich hält, probieren wir jetzt mal. Gut, nachdem wir getestet haben, ob unser Patient auch wirklich dran hält,
ist das Beinbord natürlich eben nicht dazu da, jemanden hinzustellen oder vielleicht auch noch verkehrt rum hinzuhängen, sondern vor allem eben dazu, den Patienten wegzutragen. Das funktioniert relativ geordnet. Wir haben eine ganze Menge Griffe am Spineboard. Wir haben zwei oben am Kopfende, zwei am Fußende und eine ganze Menge an der Seite. Wir sind jetzt zu viert, also versuchen wir das auch mit der Lösung zu viert zu zeigen. Einer befindet sich am Kopf. Der am Kopf ist, gibt immer das Kommando, weil der eben den direkten Kontakten zum Patienten hat. Und der Rest reagiert eben drauf. Und das machen wir jetzt. Alle bereit? Eins, auf drei geht's los, ja. Eins, damit hätten wir unseren Teil eigentlich als Retter jetzt gemacht. Jetzt können wir uns natürlich vorstellen, dass die blaue Matte beim Zurücktragen jetzt eben der Rettungswagen ist. Wir übergeben den Patienten also einen Rettungsdienst oder einen Notarzt und der entscheidet dann eben das weitere Vorgehen. Und das probieren wir jetzt im Wasser. Na gut, ganz so schnell ging das mit dem Wasser dann doch nicht. Eine Sache haben wir hier noch vergessen. Wir müssen den Patienten bzw. den Betroffenen ja irgendwie noch auf das Beinbord drauf bekommen. Denn wahrscheinlich wird er sich nicht von selbst hinlegen. Dazu gibt es verschiedene Techniken, wahrscheinlich werden wir da auch nochmal ein eigenes Video zu machen. Mein persönlicher Favorit wäre diese Variante hier. Das heißt, wir nutzen eine Bewegung, die wir aus der stabilen Seitenlage kennen und die damit für uns alle auch nichts Neues ist. Wie funktioniert das Ganze? Das erklärte Ziel beim Spineboard ist natürlich, die Wirbelsäule so wenig wie möglich zu bewegen. Genau das versuchen wir hier auch. Das heißt, wir legen den Patienten nahezu in die stabile Seitenlage, achten besonders darauf, dass wir die Wirbelsäule nicht stauchen, nicht dehnen, nicht verdrehen. Setzen das Beinbord dann an den Rücken an, in dem Fall also, so wie Patrick gerade liegt, an die rechte Rückenseite. Dann wird der Patient auf das Brett draufgedreht, so dass er zu größerem Teil schon auf dem Brett liegt. Im Anschluss müssen wir dann noch die Position korrigieren. Dazu geht einer an das Kopfende, der gibt wie üblich das Kommando und einer schnappt sich die Hüfte. Auf Kommando wird der Betroffene dann so sanft wie möglich und vor allem so gleichmäßig wie möglich in die Mitte des Beinbordes platziert. Das ist nicht ideal, dabei kann es natürlich dazu kommen, dass Schaden angerichtet wird und die Wirbelsäule eventuell noch bewegt wird, geht aber nicht anders. Es gibt dann natürlich auch noch ein paar andere Techniken, das werden wir ein späteres Mal machen. So, jetzt geht's aber los, ab ins Wasser. Leider hat unsere Kamera hier irgendwie ihren Fokus nicht gefunden, das Bild ist die ganze Zeit etwas unscharf, tut mir leid. Wir können sie jetzt nicht nochmal neu drehen. Gut, los geht das. Wie funktioniert das im Wasser? Irgendwie einfacher, aber irgendwie auch schwieriger. Was ist einfacher an der ganzen Geschichte? Nun, das Gewicht spürt man im Wasser natürlich nicht so. Das heißt, was wir eben in der Szene vorher gesehen haben, dass wir den Patienten irgendwie hin und her drehen müssen und so weiter und das ein bisschen umständlich ist, gerade bei höheren Gewichten, kann sich sicherlich jeder vorstellen. Im Wasser haben wir das Problem mit dem Gewicht zwar nicht, aber es bewegt sich ja alles. Es bewegt sich der Betroffene, es bewegt sich der Retter, der den Betroffenen versucht zu platzieren, es bewegt sich der zweite Retter, der das Beinbord hat und irgendwie versucht man das Ganze jetzt noch drunter zu wurbeln. Ist also gar nicht so einfach. Der einfachere Trick bei der Geschichte wäre eben, den Betroffenen so zu platzieren, dass wir das Brett relativ entspannt drunter schieben können. Dabei müssen wir wieder bedenken, dass wir ja davon ausgehen, dass der Patient eine Wirbelsäulenverletzung haben könnte, weshalb wir ja das Beinbord hier in dem Fall unter anderem einsetzen wollen. Heißt also, eine Hand des Retters, der also gerade den Betroffenen festhält, platziert sich in der Höhe des Genicks, der zweite am unteren Ende der Wirbelsäule. Nun wird der Betroffene hochgehoben und das Brett von der Seite unter den Betroffenen drunter geschoben. Das klingt vielleicht erstmal einfacher als es ist, aber nach ein kleines bisschen Übung passt das schon. Wenn das geschafft ist, geht es genauso weiter, wie wir es vorhin schon geübt haben. Das heißt, das Gurtset muss noch am Patienten irgendwie befestigt werden oder der Patient damit auf dem Spineboard. Auch das ist im Wasser aus meiner Sicht gar nicht mal so leicht, an Land fällt mir das persönlich etwas leichter. Auch wieder aus dem Grund, es bewegt sich ja alles. Realistisch betrachtet würde ich hier auch noch ein kleines bisschen differenzieren. Bei der kurzen Entfernung, die wir jetzt hier gerade zum Beckenrand haben, macht es in meinen Augen keinen Sinn, den Patienten im Wasser umständlich zu fixieren. Hier wäre es sinnvoller, den Betroffenen erst in Richtung Land oder Beckenrand in dem Fall zu bringen und damit einen etwas stabileren Untergrund zu haben. Im freien Wasser, zum Beispiel im See, würde ich das natürlich genauso betrachten. Wenn ich mich mit dem Betroffenen noch im tieferen Wasser aufhalte und einen sehr kurzen Weg zum seichteren Wasser habe, wo ich besser stehen kann und damit die Gurte besser anlegen kann, dann würde ich natürlich die Variante zuerst wählen. Hier zu Übungszwecken versuchen wir das jetzt im Anführungsstrichen im tiefen Wasser. Auch hier legen wir die Gurte an, genauso wie wir es vorhin gezeigt haben. Es wäre nicht allzu dramatisch, wenn man das im Wasser jetzt nicht hundertprozentig präzise mittig hinbekommt und vielleicht nicht jeder Gurt super straff sitzt, da wir ja bei dem Transport im Wasser noch keine großen Bewegungen an den Patienten bringen.
Das würde erst passieren, wenn wir den draußen zum Beispiel durch die Gegend tragen müssen. Treppe hoch, Treppe runter, Berg hoch, Berg runter, irgendwie sowas. Das heißt, wir fixieren den Betroffenen, bringen ihn ans Ufer, an den Beckenrand, wie auch immer. Dort an Land nochmal nachziehen und dann geht's weiter, wie vorhin gehabt, Deck tragen, in RTW stellen, an den Rettungsdienst übergeben oder an den Notarzt und für uns ist dann Feierabend. So, nun habt ihr also gesehen, die Geschichte mit dem Spineboard ist eigentlich gar nicht mal so einfach und auch ziemlich anstrengend, wenn man das Ganze eben im Wasser macht. Dazu gibt es einiges zu beachten, das heißt, wer mit dem Spineboard arbeiten möchte, sollte das unbedingt regelmäßig üben. Das werden wir hier genauso weitermachen. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart, dass ihr mitgemacht habt und wünsche euch viel Erfolg. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Kann ich jetzt hier raus? Nein. Was? Komm ich jetzt wieder hier raus? Nein. Nein. So, während hier jetzt der Abspann durchläuft, muss ich noch unbedingt etwas nachholen. Denn ein kleines bisschen Eigenwerbung muss sein. Wir haben im Jahr 2023 bei uns in Spremberg eine Menge großartiger Veranstaltungen. Drei davon werden von der Wasserwacht Spremberg organisiert. Das sind das Volkstriathlon, das 24-Stunden-Schwimmen, die wir beide jährlich veranstalten, und der absolute Kracher, das 48-Stunden-Schwimmen. Alle Infos dazu unter www.wasserwacht-spremberg.de. Unbedingt mal reinschauen und anmelden. Sinn des Ganzen, der ergibt sich... Nochmal. Ist eigentlich die Zusammensetzung aus dem Griff... Der Begriff Spineboard ist am Ende das englische Wort für Wirbelsäulenbrett. Das Spineboard selber besteht aus einem... Das Bein... Und dann müssen wir beim Schließen noch ein kleines bisschen zu... Wichtig, über den Patienten steigen macht man nicht.